Hallo und willkommen zu Folge 77 meines Feed Infinity Evolved Expertness Let's Plays. Letzte Folge haben wir unsere Wasserräder wieder aufgebaut, die wir schon vor einiger Zeit hatten. Und haben aber gleich noch eine Reihe dazugesetzt und haben außerdem eine Menge Stuff auf Camera-Arbeit angeguckt. Eine Menge Stuff auf Camera-Arbeit. Guter Satz, aber egal. Anscheinend sind die Wasserräder tatsächlich, was meine Lex erzeugt hat, wenn ich mal so gucke. Denn wie ihr seht, gucke ich die Wasserräder an, habe ich irgendwie da oben 19, 20 FPS. Gucke ich in die andere Richtung, habe ich auf einmal so 70, 100 FPS. Also hier so knappe 100 und auf einmal hier so 19. Also wahrscheinlich war das Wasserrad in meiner Base das, was die Lex erzeugt hat, tatsächlich. Weil ich ja auch eine Glaswand davor gemacht habe. Und das auch hier gemacht habe. Hier habe ich auch noch mehr Glas. Aber das ist ja der Grund, warum wir umgezogen sind. Jetzt brauchen wir die nicht mehr in unserer Nähe haben. Und ihr seht, wenn ich in die Richtung gucke, habe ich immer noch 49 FPS, weil man nicht so viel davon sieht. Also, gar nicht schlecht, dass wir das so gemacht haben, dass es in einem einen Raum ist. Naja, muss ja auch so, denn sonst würde das gar nicht passen. Die sind viel zu groß für jeden anderen Raum. Aber, naja. Für diese Aufnahme habe ich, wie ihr vielleicht schon kurz gesehen habt, wieder eine Menge Stuff auf Camera gemacht. Schon wieder viel, 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 viel zu viel Zeit auf Camera verbracht. Dafür, dass ich eigentlich im Voraus aufnehmen muss für meine Klausurenphase im Studium. Aber so ist das irgendwie. Ich habe es echt mir ausgesucht, so nach dem Motto, echt, das ist. Ich muss im Voraus aufnehmen und auf einmal muss ich alles auf Camera machen. So, in Paraworld muss ich auf Camera machen, in Infinity muss ich auf Camera machen. Subnautica ist das Einzige, was ich eigentlich auch auf Camera machen muss. Da habe ich auch schon eine ganze Folge für das Update nach dem Motto. Ich habe das noch nicht aufgenommen, weil es wird wahrscheinlich dann eine Folge sein, in der ich einfach nur gucke, was das Update gemacht hat und so ein paar andere coole Sachen. Mal schauen. Und natürlich gucken wir uns dann an, was da unten irgendwo ist. Ich weiß gar nicht. Ob die Folge überhaupt schon draußen ist, wenn diese Folge draußen ist. Ich komme, da ich voraufnehme, ja nicht mehr so ganz dazu zu gucken, was wann wie kommt. Aber jedenfalls habe ich ja, wie ihr seht, neben dem Wasserrad jetzt in diesen Raum auch noch die ganzen großen Immersive Engineering Sachen hingestellt. Diese habe ich verbunden mit Moabite und Ducts, was auch sonst, die ich wiederum immer schön inzwischen mit den MV-Wire-Konnektoren verbinde. Denn die MV-Wire-Konnektoren, finde ich, sind 100-mal besser für die Connection von Moabite und Ducts als die Kinesis-Pipes, denn es sieht einfach besser aus. Ich meine, das sieht aus, als würden die wirklich connecten, da wirklich Strom reinbringen. Das sieht scheiße aus. Aber in dem Fall lasse ich es jetzt so, weil Faulheit, I guess. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch sowas hier machen, mal sehen. Einfach so und dann würde ich sagen, mache ich einfach so und dann, na, vielleicht mache ich das doch lieber dann gleich so und dann mache ich so und so. Und dann sieht das noch besser aus. Und wird eigentlich wiederum stranger, wenn ich mal darüber nachdenke. Aber ich würde sagen, es ist besser, als hier noch wieder extra einen Roundel aufzumachen dafür. Also ich glaube, dann ist es doch so noch besser. Und es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher mit der Kinesis Pipe. Also ich benutze jetzt immer die Konnektoren, weil es einfach besser aussieht, weil die wirklich connecten und nicht da irgendwie so halb dran stecken. Das sieht irgendwie sonst komisch aus. Dann habe ich. Ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich letzte Folge erklärt, dass ich das Hühnchen hier reingesetzt habe. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das letzte Folge erklärt habe. Also das ist okay. Dann die Warp-Wand hat das hier verlegt. Ich mag es, dass es so aussieht. Ich habe es schon gerade ausprobiert, aber ich finde, es sieht besser so aus. Und dann bis hier rüber. Hier habe ich dann keine Warp-Wand mehr gehabt. Und außerdem ist es sowieso nicht so wichtig. Der wichtigste große lange Teil ist schon überbrückt. Ich könnte, wenn ich irgendwann Warp-Wand habe, noch hier Warp-Wand hinsetzen, das bis hier verlegen. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich mache. Aber für die oben würde es sich lohnen, für unten tatsächlich gar nicht, weil dann hier schon die erste neue Crafting-Logistics-Pipe wieder kommt. Aber keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen möchte, da bin ich noch nicht ganz sicher. Weiterhin habe ich dann aber eben hier den gigantischen Industrial Coke Oven wieder aufgebaut für Cold Coke und Creosote und auch meinen Improved Blast Furnace habe ich wieder aufgebaut. Den Coke Oven habe ich genauso wie früher angeschlossen mit der Oak Drawer und den Retrieval Node und der Transfer Node, alles genauso wie vorher und auch hier die Transfer Node für Liquids und den Creosote Oil Tank und den Cyclic Assembler. Beim Cyclic Assembler auch wieder wie vorher ganz normal einfach eine Crafting Pipe. Ich glaube, dieses Mal ist es eine Mark 2 im Vergleich zu letztes Mal, glaube ich, eine Mark 1, aber das ist einfach, weil die Mark 2 schneller craftet und auch nur ein Gold-Chipset kostet. Und ja, die macht 8 Oak Planks zu Treated Wood Planks. Nichts weiter dabei, denn das Ding kriegt ja unendlich Creosote. Und
Wie ihr sicherlich noch erinnert, sind die Crafting Pipes so, dass sie tatsächlich nur den Input wirklich an dem Slot haben müssen, wohingegen sie sich ein Output an derselben Maschine selbst suchen können. Wenn der Output in einem anderen Block ist, also zum Beispiel im Block daneben, dann funktioniert es nicht. Aber wenn in derselben Maschine ein Output ist, an einem anderen Slot, also an einer anderen Seite, dann funktioniert es einwandfrei. Hast du, ihr seht schon, ich habe die ja unten dran. Also hier unten ist Input, oben ist Input für Flüssigkeiten, und hinten ist der Output. Hinten ist beim Coke-Offen gar nichts. Geht ja auch schlecht, das ist der Coke-Offen im Weg, aber die Crafting-Pipe zieht es halt trotzdem und zieht es da auch raus. Das ist kein Problem. Dann auch das Ding wieder ganz normal angeschlossen mit Provider, Passive Supplier und Item Sync. Kein Problem, ganz einfach angeschlossen mit dem üblichen, was wir immer so haben. Ich glaube, ich lasse es nochmal so rum, weil es besser aussieht. Dann hier Coke und dann halt Coal im Passive Supply Modus und dann, ja, das übliche halt. Und auch beim Stahl habe ich nicht sehr viel verändert vom Grundlayout her, denn auch hier wieder die normalen Blast Furnace Preheater dran und der Improved Blast Furnace und auch den Stahl habe ich weiterhin mit Provider und Item Sync für Ingot Steel, also Auditionary Item Sync mit Ingot Steel gemacht, damit jegliche Arten von Stahl aus unserem System immer in die Drawer reingehen sollen und immer zu Railcraft Stahl werden, weil das meiner Meinung nach der bestaussehende Stahl ist, den wir in diesem Pack haben. So, was ich aber geändert habe, ist, dass ich jetzt für Slag einen eigenen Provider mit Item Sync gemacht habe. Da einfach Item Sync für Slag. In dem Fall von Slag ist kein Item Sync für All Dictionary nötig, denn tatsächlich, wenn wir uns mal beim Item Sync, nicht Item Sync, wenn wir uns mal bei Slag den All Dictionary Tag angucken, Item Slag, und nach dem Item Slag suchen, finden wir nur Slag. Da ist kein anderes All-Dictionary-Ding, was Slag ist, also können wir genauso gut einfach normalen Item-Sync nehmen. Die All-Dictionary-Tags können wir natürlich hier mit All-Dictionary-Names wieder auf Vollstellen stellen, weil die sonst nur stören. Dafür, dass dann jetzt halt hier eine Pipe drunter ist, musste ich das Item-Duct hier nach oben verlegen, aber das ist genauso wie vorher mit einem ganz normalen billigen Servo und einem Mini-Chest angebunden, damit das Slag möglichst einfach wegkommt, aber ich trotzdem von vorne sehen kann, wie voll das ist und ich die Drawer sehen kann, die nicht irgendwo hinten rumsteht, das würde irgendwie komisch aussehen. Aber jetzt kommt das Aber, was ich neu gemacht habe. Erstens, den Strom bekommen wir jetzt alles über einen Connector, der hier oben an einem Wooden Wall Mount hängt. Das finde ich, sieht gar nicht schlecht aus. Ich mache natürlich ein bisschen mehr Fancification irgendwann noch. Also ein bisschen schöner machen, mache ich vielleicht nochmal irgendwann. Vielleicht. Aber ich musste auf jeden Fall das da oben hinsetzen. Sonst hätte das nämlich nicht bis hierhin gereicht. Und das hätte blöd ausgesehen, wenn das Ding hier gehangen hätte. Außerdem hätte es dann wieder nicht an einen anderen Slot gepasst. Also habe ich es jetzt vom Aussehen her, finde ich, noch am besten hinbekommen, indem es so ist. Und dann dieses Ding die Energie aus dem Capacitor bekommt. Natürlich ist das ein bisschen blöd, dass das in dem Capacitor dran ist. Denn der Capacitor hier kriegt ja keine Energie aus unserem Hauptcapacitor, aus der großen Capacitor Bank. Wenn ich von Capacitor Bank rede, meine ich das Ding. Das ist halt die große Capacitor Bank. Das ist hier nur ein Capacitor. Und dieser eine Capacitor sendet ja sogar noch an die Capacitor Bank und wird nur durch die zwei oder eigentlich vier Wasserrad-Setups gefüllt. Das heißt also, es kann ganz gut sein, dass halt der irgendwie leer wird, wenn wir hier zu viel Strom brauchen. Aber ein Cyclic Assembler braucht nahezu nichts an Strom. Maximum Power 20 Euro pro Tick, das ist nix. Und auch die Preheater brauchen, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, die brauchen auch 20 oder so RF pro Tick oder 30, 40. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber nicht genug, um unseren vier Wasserrädern hier auch nur irgendwie was reinzuklatschen. Und selbst wenn es irgendwann ein Problem werden sollte, dann baue ich es doch nochmal irgendwann um und mache hier einfach einen zweiten Wallmount hin und mache dann irgendwie einen Roundel oder so. Dann mache ich hier nochmal einen Wallmount hin und dann mache ich da hinten an Roundel einfach eine Verbindung oder so. Das kriege ich dann schon irgendwie hin, wenn es nötig wäre. Aber ich denke, es wird nicht nötig sein. Aber jetzt machst du was Neues. Und zwar möchte ich heute in dieser Folge gerne mal den Blast Furnace automatisieren. Und dafür habe ich auch schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Nächste Folge gucken wir uns noch die ganz anderen Sachen an, die ich auf Camera gemacht habe. Ich möchte diese Folge noch was schaffen. Und vielleicht haben wir am Ende der Folge noch Zeit, mal gucken. Aber was ich diese Folge nämlich machen möchte, ist den Blast Furnace automatisieren. Mal. Als erstes. Und dann gucken wir, was wir da noch machen können. Und zwar habe ich dafür schon Vorbereitungen getroffen. Das Problem ist nämlich momentan, dass ich bisher manuell einfach immer Eisen hier reingeschmissen habe, Coal Coke hier reingeschmissen habe und für Stahl bekommen haben. Yay. Und der Stahl ist dann hier in der Drawer gelandet und die Drawer ist damit einfach immer voll gewesen, denn so viel Stahl brauchen wir gar nicht. Also ist die Drawer ziemlich schnell voll geworden, als ich dann später mehr Eisen hatte und dann habe ich einfach immer genug Stahl gehabt, denn das Ding ist 2048 voll, mehr gibt's da nicht. Ich könnte natürlich ein Obsidian-Upgrade noch raufschmeißen, um mehr zu speichern, aber ich will ja gar nicht mehr speichern, ich will gar nicht so viel Stahl haben.
Ich möchte mit normalem Eisen normalerweise rumspielen und wenn ich mal Stahl brauche, dann reichen, glaube ich, 2048 vollkommen aus. Und wenn doch nicht, kann ich immer noch ein Obsidian-Upgrade draufschmeißen und mehr machen. Aber was mich halt stört, ist, dass wenn ich mal Stahl brauche, ich manuell Stahl hier wieder reinlegen muss. Gerade wenn ich ab und zu kleinere Mengen brauche. Und dann brauche ich hier wieder was und da wieder was und auf einmal ist der Stahl dann doch wieder leer und dann muss ich wieder lange warten, bis es fertig hergestellt ist. Also möchte ich gerne eine Automatisierung haben, die immer eine bestimmte Menge Stahl in der Drawer hält. Im Gegensatz zu, wie ich es ja sonst mache, einer Crafting-Pipe unten dran, die einfach sagt, ich crafte das, was benötigt wird, aber hier liegt schon, was da drin ist. Das mache ich ja bei den Chipsets, oder? Da erinnere ich auch, sicherlich auch noch dran an meine Taktik. Wie gesagt, nächste Folge sonst oder mal schauen. Aber da kennt ihr die Taktik, dass ich die Sachen, die wir craften wollen, schon in der Kiste liegen habe und die Pipes dann sie halt craften, indem sie die Items reinlegen, das Item rausziehen, was sie brauchen und das Item dann nachgecraftet wird. Das gleiche Prinzip könnte ich hier halt auch anwenden, aber das möchte ich nicht, denn ich finde irgendwie, dass ich Stahl, keine Ahnung, ich möchte es einfach nicht. Außerdem weiß ich nicht exakt, wie viel Coal Coke ich brauche für einen Iron Ingot und wie viel Iron Ingots ein Coal Coke Block schafft. Das heißt also, dass ich das gerne auf einem anderen Weg automatisieren möchte. Und dafür gibt es eine Möglichkeit. Und zwar, zuerst einmal habe ich einen Riesenfehler früher mal gemacht. Ich habe einfach Coal Coke hier reingeschmissen. Und das ist natürlich ziemlich schwachsinnig. Denn Coal Coke Blöcke sind natürlich wesentlich effektiver. Denn Coal Coke Blöcke haben ja noch ein Neuntel, ein Zehntel mehr. Ein Zehntel. Ein Coal Coke Block hat ein Zehntel von sich selbst mehr Kapazität als 9 einzelne Kohlestücke hätten. Keine Ahnung. Es ist einfacher zu sagen, ja, wenn ihr es halt in der Burn Time seht, Coal Coke, habe ich es auch schon mal gezeigt. Ein Block of Coal hat 32.000, eine Coal Coke 3.200. Das heißt also 3.200 mal 10 ist die Burn Time von einem Block of Coal Coke, obwohl man nur 9 dafür braucht. Also ihr kriegt die Burn Time von 10 für die Menge an 9. Und das ist halt irgendwie mathematisch bestimmt auch beschreibbar, aber ich bin jetzt zu faul. Das ist einfacher zu sagen. Und das heißt, dass Blocks of Coal Coke natürlich einfacher oder besser vielmehr zu benutzen sind. Einfach sind sie aber auch, denn Blastfurnace hat einen riesen Vorteil. Er verliert keine Burn Time. Im Gegensatz zum Vanilla Furnace zum Beispiel ist es ja so, dass wenn ihr in Vanilla Furnace, sagen wir mal, eine Kohle reinschmeißt und dann sagen wir 5 Steine oder 5 Cobblestones, die werden dann zu 5 Steinen und die Kohle brennt aus. Wohingegen bei einem Blast Furnace ihr zum Beispiel jetzt, wenn das gehen würde, eine Kohle reinschmeißt, 5 Cobblestones reinpackt und ihr bekommt 5 Stein und dann packt ihr irgendwie 3 Minuten später, wenn das alles fertig ist, wieder 3 Cobblestones rein und bekommt nochmal 3 Steine aus derselben Kohle. Denn die verliert ihre Burntime halt nicht. Die brennt nicht zu Ende aus, ohne dass irgendwas oben drin ist. Das ist der Riesenvorteil am Blast Furnace und das wollen wir natürlich nutzen. Das heißt also, wir können hier unten Coal Coke Blöcke reinlegen, ohne dass es irgendwelche Probleme bereiten wird, denn, naja, das funktioniert ja halt. Beste Aussage, ich weiß. Aber er verliert halt die Burn Time nicht. Das heißt, wir könnten hier auch nur einen Iron Ingot reinschmeißen und einen Coal Coke Block und dann einfach immer einzelne Iron Ingots reinschmeißen und das würde trotzdem funktionieren. Wir würden keinen Iron Ingot weniger bekommen, als wenn wir direkt einen ganzen Stack reinschmeißen. Das ist der Punkt, den ich jetzt schon viel, viel, viel zu lange erweitere, drauf rumreite, auf dem ich viel zu lange drauf rumreite. Das wäre der bessere Satzanfang gewesen. Aber auf solche Sachen komme ich immer erst, wenn ich den Satz schon beendet habe. Oder zumindest schon angefangen habe. Jedenfalls möchte ich deswegen natürlich zuerst einmal Coal Coke Blöcke haben. Das ist das Erste, was ich haben möchte. Ich möchte Coal Coke Blöcke hier reinpacken und nicht mehr Coal Coke. Und ich möchte auch nicht das als normalen Supplier mit Crafting machen, denn dann müssten wir von hier die Coal Coke jedes Mal hier durch die Warp Mine und Ducts dort hinten hinschicken, wo mein Autocrafting ist, da hinten irgendwo, ich glaube, da ist das Autocrafting, da hinschicken und wieder zurück komplett, nur um halt was zu machen, was direkt hier sowieso schon ist. Also habe ich mir einen kleinen Trick ausgedacht. Und zwar habe ich nach was Autocrafting-mäßig gedacht. Sonst benutze ich immer Cyclic Assembler, und das Wort eben war nicht gedacht, sondern gesucht. Sonst benutze ich immer Cyclic Assembler, aber das muss nicht schnell sein, was wir jetzt machen. Und es soll dafür aber möglichst ohne Energie funktionieren. Also, Auto Workbench. Super billiges Ding. Nur 2 Stone Gears und ein normaler Crafting Table. Und die könnt ihr einfach programmieren mit einem Rezept, einem beliebigen. Das sind Ghost Items. Also da können wir einfach ein Item benutzen und die komplett damit füllen. So. Und dann so. Und dann seht ihr schon, daraus bekommen wir Blocks of Coal Coke. So.
Das ist dann eingespeichert. Und hier unten dann habe ich Stein, der wird natürlich auch noch nicht vercraftet. Und hier drinne Coal Coke. Und wenn jetzt die Coal Coke hier auf 9 geht, dann wird ganz langsam, aber vollautomatisch und ohne Energie, ein Block of Coal Coke gecraftet. Und das Crafting dauert lange nicht so lange, wie es dauert, dass ein Block of Coal Coke verarbeitet wird, also verbrannt wird. Das heißt, es ist vollkommen okay, denn, naja, wir bekommen trotzdem schneller Coal Coke Blöcke, als wir sie verbrennen. Das muss nicht schnell sein, das Craft. Das kann super langsam sein. Die Coal Coke nehme ich wiederum dann einfach mit einem harten Servo hier, Coal Coke auf Whitelist, einfach aus der Drawer raus und hier rein. Und deswegen halt auch hier die vielen Stone Blocks, damit nicht so viel Coal Coke auf einmal rausgezogen wird. Denn ich möchte, dass das hier das Coal Coke Lager ist und nicht das hier. Darin möchte ich keine 3 Millionen Tonnen an Coal Coke speichern. Das wäre einfach, finde ich, sinnlos. So, dann an der Auto Workbench ist dann unten noch ein Chassis Mark 1 mit einem Provider-Modul. Ich könnte auch einfach eine Provider-Pipe nehmen, aber ich hatte gerade keine zur Hand, also habe ich einfach ein ganz billiges Provider-Modul genommen, was ich noch hatte, und ein Chassis Mark 1, aber das funktioniert einwandfrei. Ihr seht nämlich, wir haben zum Beispiel zwei Coal Coke, und wenn wir jetzt mal suchen, haben wir keine. Das heißt, das wird nicht gezeigt, und wenn wir halt Blöcke haben würden, würden die aber gezeigt werden. Ich habe jetzt nicht genug Coal Coke, um Blöcke herzustellen, aber ich denke mal, ihr glaubt mir das auch so. Heißt also, die Coal Coke Blöcke werden automatisch provided und dann automatisch hier reingezogen in eine Supply Logistics Pipe, die mit Blocks of Coal Coke und Eisen befüllt ist, auf Bulk 50 Mode. Das heißt also, damit wird dann schon automatisch Eisen und Coal Coke Blöcke hier reingepackt. Was fehlt also noch? Ganz einfach, der Ausschalter. Das nämlich, was dafür sorgt, dass diese Drawer hier nicht mit 2048, sondern vielleicht mit 1600 oder so Steel-Ingots gefüllt ist. Denn wir wollen ja vielleicht möglicherweise auch mal Stahl aus Dungeons bekommen. Und dieser Dungeon-Stahl soll dann in die Drawer gehen, um umgewandelt zu werden in den Standardstahl, den wir überall benutzen, nämlich den Railcraft-Stahl, den hier. Und um das halt zu schaffen, müssen wir das Ganze irgendwie autorisieren, dass das hier ausgeht. Und das können wir erreichen, indem wir ein bisschen Redstone schalten und ein paar Gates bauen. Und jetzt muss ich mich erstmal bei euch entschuldigen für die 17 Minuten, fast 17 Minuten, reines Gelaber, was ich auf Camera gemacht habe. Wow. Sorry. Naja. Okay. Ja, dann aber jetzt zum produktiven Teil der Folge. Hoffentlich. Und zwar fällt mir jetzt gerade noch auf, dass wir wahrscheinlich noch was anderes machen müssen. Ich muss noch mal schnell was testen. Und zwar müssen wir noch mal kurz ein bisschen Redstone mitnehmen und einen Draw-Upgrade machen. Denn wir wollen jetzt natürlich, wie gesagt, ich habe das ja schon gerade gesagt, automatisieren, dass abgestellt wird die Supplier-Pipe, wenn wir eigentlich schon lange genug Stahl haben. Und dafür habe ich natürlich schon ein paar Sachen vorbereitet. Basic Gates, ein Comparator, ein Potentiometer, alles ganz normale Sachen, die man immer braucht, wenn man irgendwie was macht. Und Red Pipe Wire natürlich auch, wenn man was mit Gate macht, genauso wie Structural Ducts oder Structural Pipes oder was weiß ich, wie man die nennen will. Das sind alles Standardsachen, die man auf jeden Fall braucht. Dann Redstone und gerade eben ist mir noch was eingefallen, genau, Draw Upgrade, und zwar das Draw Redstone Upgrade. Das andere ist alles unwichtig, also dieses Redstone Min und Redstone Max Upgrade brauchen wir beides nicht, denn wir haben gar kein Min und Max. Das gibt's gar nicht, weil das nur eine Draw ist. So, jetzt gib mal bitte Sticks. Ich habe noch Sticks, aber gut, macht die ruhig noch. So, und dann Redstone Upgrade. Dann gucken wir nämlich mal was Folgendes. Wir schauen jetzt mal, ob das Ding hier tatsächlich Redstone abgibt, je nachdem wie viel Stahl da drin ist, und nehmen dafür mal schnell Redstone raus. Nope, gibt es nicht. Okay, witzig. Das gibt natürlich gar kein Signal aus, aber genau deswegen habe ich das Redstone-Signal gegeben, das Ding hier. Zack. So, und damit gibt es ein Redstone-Signal von 11 aus. Und wenn wir jetzt einfach direkt dran schließen, geht das? Das geht auch. Brauchen wir nicht mal einen Comparator für. Läuft. Okay. Wobei, wir brauchen doch wieder einen Comparator, weil wir ja comparen müssen mit dem Potentiometer, dass es voll genug ist. Okay, das heißt, was wir jetzt machen, ist, dass wir... Hier können wir keinen Stone Cover ansetzen. Können wir zufällig den da dran setzen? Okay, gut. Ich habe das nicht erwartet, dass das geht. Ich habe jetzt gedacht, dass das geht, dass es nicht geht. Aber ich meine, das ist logisch, dass es geht, weil hier ein Block ist. Wenn wir den mal ganz kurz eiskalt mal zerstören, sehen wir, dass hier ja ein voller Block ist. Das ist ja tatsächlich da, aber der wird ja so gerendert, wenn ich den benutze. Und kann ich denn eigentlich mit dem
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der Sonic Screwdriver ist nicht so gut, dass er mal als Engineering Maschinen machen kann. Zack. So, wunderschön. Jetzt passt es. Und ja, jetzt will er da Stahl reinpacken. Genau, Eisen reinpacken. Bitte sehr, macht das ruhig. So, wo war ich gerade? Genau, wir können den Kompressor tatsächlich da ransetzen. Wow, geil. Und wir können den sogar drehen mit dem Screwdriver. Okay, noch geiler. Dann brauchen wir jetzt also noch hier ein Potentiometer hinsetzen. Das auch geht. Geil. Oder was auch geht, um halt korrektes Deutsch zu sprechen. Und müssen dann jetzt noch hier... okay, das ist jetzt nicht so schön, aber da müssen wir so machen. Das sieht extrem hässlich aus. Wirklich extrem hässlich. Geht aber schlecht anders, ne? Und dann lassen wir es erstmal so, auch wenn es extrem hässlich aussieht, aber wir lassen es mal so. So. Und dann du hier dran. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Passt. Ich dachte schon, es passt nicht. Ja, dann haben wir also schon mal das angeschlossen. Das kann alles wieder weg. Das kann weg und ihr könnt auch weg, dann brauchen wir euch ja nämlich gar nicht. Und dann schauen wir doch mal. Okay, vielleicht hätte ich mal gucken sollen, wie das ist. Vielleicht brauche ich da mal einen Redstone, weil ich mich wissen will, wie viel das ist, wenn ich es reinpacke. Gib mal her, bitte. Danke. So. Also. Wir haben jetzt ein Redstone-Signal von 11 mit 1489. Und, wir wollen, sagen wir mal, vielleicht wollen wir, mein Voll ist 2048, ist 15. Was ist denn 14? 14 ist schon ein Stack weniger. Ist denn auch ein Item weniger noch? Ein Item weniger ist auch noch 14. Okay, das ist ein bisschen zu extrem. Wie viel müssen wir denn rausnehmen, um 13 zu bekommen? Okay, jetzt haben wir 13. Das heißt, ich würde sagen, dass 13 gar nicht schlecht ist. Denn für 13 bekommen wir höchstens ein Stack dazu. Dann haben wir 14 und dann ist es 1919. Okay, das sollte reichen. Also wenn wir jetzt 13 machen, sagen wir so hier, das Ding ist jetzt bei Strength 13. Wenn wir das machen, sollte das eigentlich funktionieren, so von der Stärke her. Okay, also wir haben Stärke 13 und wir sagen hier Stärke 13. Heißt also alles, was über 13 ist. Und wenn wir jetzt noch ein höher gehen, dann ist es ja nicht mehr an. Wir wollen aber genau Stärke 13. Wenn es also Stärke 13 oder höher ist, dann gibt ein Redstone-Signal aus. Und jetzt sagen wir, Redstone-Signal gibt Red-Pipe-Signal. Und Red-Pipe-Signal hier, Red-Pipe-Signal hier, gibt Disable-Pipe. Jetzt ist die Pipe aus. Sehr praktisch. Eine Funktion, die Gates haben. Was mir auch gerade aufgefallen ist, Gates haben tatsächlich sogar die Funktion Supplier Failed. Das finde ich auch gerade genial, dass es so eine Funktion gibt. Also die Integration ist doch besser, als ich gedacht habe. Aber ja, Red Pipe Signal On, Disable Pipe. Heißt also, jetzt haben wir die Pipe disabled, jetzt wird sie nichts mehr machen. Wenn wir jetzt also hier Eisen rausnehmen, dann sollten wir kein neues Eisen bekommen. Und auch keine neue Coal Coke, wenn welche hergestellt wird. Und das war's eigentlich schon. Das war der komplette Build der Folge. Wow. GG, ASG. Ihr seht ja schon den Stahl ankommen und jetzt ist der Stahl voll. Perfekt. So soll das sein. Also eigentlich nicht, aber wir werden jetzt nach und nach Stahl aufbrauchen und da Logistics Pipes, glaube ich, intelligent genug sind, um immer das nächste dran zu nehmen, werden sie, glaube ich, zuerst das hier anbrechen. Ich kann es nochmal testen, wenn ich jetzt Steel bestelle. Steel, ein Stack. Das sind mal zwei Stacks. Bestellt er dann zuerst die? Perfekt, so soll das sein. Er bestellt erstmal den Stahl hier und da er erst den Stahl bestellt, sind wir den dann los, denn wir wollen ja den Stahl dort nicht. Und wenn ich jetzt hier wieder reinpacke, sollte er auch nur das reinpacken, was nicht da hinten reinpasst. Das sollten wir gleich sehen, dass da nur noch ein bisschen was überbleibt. Ja, perfekt, so soll das sein. Und wir haben ein Silver Ingot aus Industrial Craft aus irgendeinem Grund. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Liegt das an meinem Ore-Doubling? Ich weiß es nicht. Dann sage ich einfach mal hier, oh, Dictionary Sync, du darfst auch gern noch Ingot Silver machen. Und dann darfst du wahrscheinlich auch weg. Wobei, nicht mal, ne? Ich versuche das gerade nochmal, wenn ich das wieder rausnehme. Ingot Silver nehme ich wieder raus und dich rein, kommst du dann wieder da rein? Ja, okay, ich weiß es nicht. Aber wir machen jetzt einfach mal manuell rein und gucken, ob wir mehr davon bekommen. Denn es ist ja nur einer, vielleicht ist das ein Fehler von irgendwas gewesen oder so. Die Bronze-Pickaxe soll eigentlich in die Tools-Kiste, da gehört sie nämlich rein. Und alles andere darf gerne erstmal so bleiben. Es ist ein bisschen blöd, Energy, das kann auf jeden Fall hier unten rein, das passt nämlich super gut, dass es da unten reingehört.
Stone Dust gehört auch da unten rein. Und ich glaube, damit haben wir alles, was wir hier raus haben wollen. Ich glaube, ja. Gut. Sie ist Workshop, warum ist denn der da drin? Habe ich den nicht hier reingepackt, in die Toolskiste? Ach so, wahrscheinlich, weil ich den Manuel da reingepackt habe. Okay. Ja, aber wow, das ging wesentlich schneller, als ich gedacht habe, dass das Fertigmachen von dem System. Wow. Aber ja, das war eigentlich der Hauptpunkt, den ich machen wollte. Ich wollte nämlich automatisieren, dass eben automatisch, wenn wir genug Stahl haben, oben einfach die Supplier abgestellt wird. Dann sind hier höchstens 32 drin. Ich habe ja die Supplier nur auf 32 gestellt von jedem. Das heißt, hier sind höchstens 32 Iron Ingots und 32 Coal Coke Blöcke drin. Coal Coke Blöcke werden wahrscheinlich langsamer verbraucht werden als Eisen, denn wir bekommen pro Coal Coke Block, glaube ich, 5 oder 6 Eisen oder so. Weiß ich nicht genau, wie viel man bekommt. Vielleicht auch sogar 10, weil man vielleicht sogar eine Coal Coke, ein Eisen bekommt. Aber deswegen werden Coal Coke Blöcke auf jeden Fall langsamer verbraucht. Das heißt, davon werden immer ein paar mehr hier drin liegen. Aber wie gesagt, die verlieren ihr Burn Time ja nicht. Deswegen ist das eine sehr praktische Sache, die verlieren ihre Burn Time nicht. Und so sollten wir also immer höchstens 32 extra Ingots bekommen, wenn das Ding denn mal irgendwie da ansprengt von alleine. Aber bis dahin sollten wir hoffentlich auch wieder genug Kohle bekommen haben, dass auch das Ding hier wieder ein paar Coal Coke Blöcke macht. Denn sonst bringt es natürlich nichts, wenn wir keine Coal Coke haben und das Ding nicht betrieben wird. Aber gut, wow, dann sind wir echt schon durch mit allem, was ich eigentlich machen wollte. Wirklich und schön und schnell. Nächste Folge würde ich sagen, gehen wir dann darauf, was ich hier alles gemacht habe auf Camera und bauen das auch weiter auf. Schauen uns an, was ich hier auf Camera gemacht habe und bauen das weiter auf. Und gucken uns auch nochmal an, wie geil der Sonic Scooter tatsächlich ist, denn ihr seht schon, ich habe alle meine anderen Ranges weggepackt. Und das hat einen Grund. Wobei, ganz ehrlich, das kann ich jetzt auch nochmal schnell machen. Wir sind hier noch bei 4 Minuten oder so, die wir übrig haben. Also, der Sonic Scooter ist total OP, ist mir aufgefallen, tatsächlich. Denn das ist tatsächlich ein Multi-Wrench, genau wie zum Beispiel der Yetta-Wrench. Das heißt, der Sonic Screwdriver kann nahezu alles, was auch der Yetta-Wrench kann. Wir können damit auch Pipes disablen und wieder hinbauen. Wir können damit auch die kleinen Dinger hier abmachen und wieder ranmachen. Geht alles. Können wir auch alles mit dem machen. Und wir können sogar, was ich am genialsten finde, wir können sogar Pipes angucken mit dem Screwdriver. Das heißt, dieser Sonic Screwdriver kann tatsächlich alle wichtigen Wrench-Funktionen, außer denen, die der Engineer's Hammer zum Beispiel spezifisch hat. Das heißt also, wir können damit nicht Kapazitoren einstellen. Das können wir aber auch nicht mit dem Yetta-Wrench. Wir können jetzt mal kurz testen. Hier, da zum Beispiel den. Hier, das geht nicht. Aber das geht auch nicht mit dem Yetta-Wrench. Und mit dem Engineer's Hammer geht's halt. Das gleiche gilt natürlich fürs Machen von Engineer's Buildings, also für Immersive Engineering Sachen, da brauchen wir natürlich auch den Engineer's Hammer für. Und wofür wir den Yetta Wrench noch brauchen, ist, wenn wir zum Beispiel Conduits unsichtbar machen wollen. Heißt, wenn wir jetzt gucken wollen, dass zum Beispiel nur Items angezeigt werden, das kann der natürlich auch nicht. Das kann auch nur der Yetta Wrench. Aber alles Wichtige kann der Sonic Screwdriver, nämlich die ganzen Grundfunktionen, wie eben Shift-Rechtsklicken, um was abzubauen, Rechtsklicken, um was zu konfigurieren und all diese kleinen Sachen. Dieses Rechtsklicken auf irgendwas. Dieses ganze Zeug kann der alles. Und dadurch brauchen wir eigentlich keinen anderen Wrench mehr fürs Erste. Die anderen nehme ich natürlich trotzdem noch mit, so wie hier halt auch. Ich habe alle Wrenches mit. Aber wir müssen halt nicht mehr den Yetta Wrench als Hauptwrench haben, sondern haben unseren coolen Sonic Screwdriver. Das finde ich schon eigentlich ganz cool. Auch wenn der Yetta Wrench eigentlich wieder praktischer ist, weil er halt auch direkt die wichtigen Funktionen hat. Aber den Sonic Screwdriver brauchen wir wohl in der Tat das mehr als einen Yetta Wrench. Denn wir benutzen weniger Conduits, als dass wir die kleinen Roundels hier benutzen. Also ist der Yetta Wrench wohl wesentlich seltener vonnöten. Vielleicht werde ich den sogar disenchanten und dann in die Kiste packen für Tools und dann genau wie den Crescent Hammer nur ganz selten mal rausholen. Denn, wie gesagt, ich brauche ihn nur, um Conduits spezifisch zu konfigurieren. Auch mit dem Shift-Links-Stick, das geht auch nur mit dem. Das geht mit dem nicht. Da seht ihr es. Shift-Links-Stick geht mit dem auch nicht. Aber da man sie auch so konfigurieren kann, brauche ich das auch nicht unbedingt. Also, Yetta Wrench werde ich disenchanten und auch hier reinwerfen. Crescent Hammer brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Das Ding ist komplett sinnlos. Denn der Yetta Wrench kann wirklich alles, was der Crescent Hammer kann. Es gibt nichts, was der Yetta Wrench nicht kann, was der Crescent Hammer kann. Aber das Einzige, was wieder mal komplett außen vor ist, ist das Ding hier. Denn damit können wir gar nichts machen. In dem Fall. Wir können da gerne versuchen, was wir wollen. Da wird nichts passieren. Damit kann er nichts. Industrial Craft hat seine eigene Wrench-API. Da brauchen wir immer unseren eigenen Wrench. Aber da können wir auch mit dem Yetta Wrench nichts dran ändern. Das ist eine Sache, die wird immer so bleiben. Aber gut, dann werde ich wohl mal off-camera mal schnell den Disenchanter oder. Ja, ich werde mal schnell den Disenchanter hinstellen. Nicht aus der Welt fallen. Das ist auch nicht geil. Okay.
Einmal so bitte machen. Na, lass mich schon rein. Bitte. Danke. So, Disenchanter. Disenchanter, bitte. Da, okay. Disenchanter, wo bist du? Da, okay. Und dich da reinwerfen. Geht das so? Brauchen wir noch ein Buch dafür. Und wahrscheinlich auch noch RF. Aber ja, dann mache ich das nochmal schnell. Disenchante den. Ja, Energie ist instant leer. Okay. Du einmal dahin. Und jetzt bitte. Zack und zack. Und so natürlich. Perfekt. Jetzt bekommen wir auch Energie da rein. Also gut, das war's dann mal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, benutzt ihr die ganze Stuff jetzt on screen. Und ich disenchante nochmal schnell das Buch hier. Das dauert eine Weile. Jeter Ranch, toll. Wie gesagt, ich packe den dann einfach weg. In der nächsten Folge, wie gesagt, gucken wir uns den ganzen Kram nochmal genauer an, was ich alles gemacht habe. Aber ich wollte jetzt erstmal wenigstens noch was Produktives in der Folge machen und nicht nur erklären, was ich auf Kamera gemacht habe. Sonst wäre jetzt die Folge schon zu Ende, bis ich das geschafft hätte. Aber gut, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Ich enchante den noch mit Soulbound, aber das mache ich dann später. Nicht jetzt. Oh, okay, das geht nicht. Das geht aber mit dem, ne? Okay, da haben wir schon was, was mit dem geht, mit dem nicht. Schauen wir mal. Eigentlich müsste ich das mit dem können, ne? Auch nicht? Aber mit dem. Ja, okay. Heißt also, ich habe einen immer dabei. Denn den brauche ich auch immer, weil er die Größe anzeigt. Also gut, aber ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.